Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum zweiten Videotagebuch zum Thema Auswandern von uns. Ich habe euch ja im letzten Videotagebuch erzählt, dass wir eine Ferienwohnung gefunden haben, die wir gerne buchen möchten. Für die, die das noch nicht gesehen haben, werde ich euch das Video oben nochmal verlinken. Und zwar, ja, ich habe jetzt tatsächlich geschafft, dass wir diese Ferienwohnung gebucht haben. Ich hatte noch mehrmals versucht, dort anzurufen bei A&A Reisen, aber ja, ich habe da keinen erreicht. Also haben wir es am Ende doch übers Internet gebucht und ja, haben dann nur eine, als ich Bestätigung gedrückt habe zu zahlungspflichtig buchen, so eine Seite gekommen, wohin wir überweisen sollen, aber keine Buchungsbestätigung oder sonstiges. Ja, wir haben dann noch nicht überwiesen. Ich habe dann noch ein paar Mal versucht, dort anzurufen und letztendlich habe ich auch jemanden erreicht. Und wir zahlen jetzt für 5 Nächte im August, Mitte August, für 5 Nächte 145 Euro für diese Ferienwohnung. Die ist sehr spartanisch eingerichtet, aber für uns reicht das, weil wir ja halt eigentlich nur dort schlafen möchten und uns den Ort von J und die Umgebung anschauen möchten. Wir möchten uns einen Überblick verschaffen von Ungarn. Und vielleicht, wenn wir durch die Gegend fahren, dass wir vielleicht Häuser sehen, die zum Verkauf stehen, dass wir dort Vermieter oder Verkäufer, der Vermieter eher nicht, eher Verkäufer, kontaktieren können, um Häuser zu besichtigen, vielleicht eins zu finden und eins zu kaufen. Nachdem ich diesen Ort dann entdeckt habe von J, also ich wusste ja gar nicht, wo ich um Balaton rum, wo wir da schauen sollen nach einer Wohnung, und deswegen haben wir einfach die Wohnung genommen, die jetzt am günstigsten war, und diese ist in von J, und dort habe ich mich dann informiert, also über von J im Internet, und ja, es ist eins der beliebtesten Reiseziele am Balaton, so steht es im Internet. Dort ist ja ein riesen Rutschpark, nicht, aber dort sind halt Rutschen am Strand und ein Aussichtsturm, und die schönsten Sonnenuntergänge sollen da sein. Und ich konnte in Erfahrung bringen, dass 2004 ein riesiger Radweg um den Balaton rumgebaut wurde. Der ist 204 Kilometer lang. Das finde ich super interessant. Dann würde ich mir ja endlich mein Rennrad zulegen und dort regelmäßig Radtouren machen. Ja, ich konnte noch in Erfahrung bringen, dass in Ungarn ja nicht so viel Strand ist am Balaton, sondern eher so Liegewiesen. Das finden wir auch super, weil wir sind nicht so die Strandgänger, weil uns der Sand halt überall stört. Und wenn dort Wiesen sind, ist das für uns natürlich sehr von Vorteil. Ich freue mich riesig auf diesen Wochenmarkt, der mittwochs und samstags in von J sein soll. Das soll der größte dort in der Umgebung sein, mit Obst, Gemüse, Anziehsachen, alles Mögliche soll dort angeboten werden. Da möchte ich auf jeden Fall hingehen, und was es dort zu kaufen gibt, das werde ich euch natürlich mit der Kamera zeigen, diesen Wochenmarkt. Und die Einkaufsmärkte habe ich mich auch schon drüber informiert. Ja, dort ist der Lidl nicht weit von unserem Ferienhaus, Tesco, was mich sehr interessiert, weil als ich in England gelebt habe, habe ich Tesco geliebt und ja, war seitdem nicht mehr in einem Tesco-Supermarkt drin. Und circa 15 Kilometer von unserem Ort ist auch ein Tesco-Supermarkt, und da freue ich mich riesig, endlich wieder mal einkaufen zu dürfen. Wir haben jetzt diese Ferienwohnung angezahlt, ganze 43,50 Euro. Das haben wir überwiesen, und die Buchungsbestätigung haben wir ausgedruckt, und die sollen wir dann auch mitbringen zur Schlüsselübergabe, damit wir das dem Vermieter zeigen können. Und den Rest bezahlt man dann einfach direkt beim Vermieter. Es wird auch noch eine kleine Kurtaxe fällig, um die 1 Euro pro Person pro Tag. Das entrichtet man auch direkt an den Vermieter. Auf der Seite A-Reisen stand jetzt, das ist obligatorisch. Ich weiß jetzt nicht, ob wir es zahlen müssen oder nicht. Lassen wir uns einfach überraschen. Ich wollte euch nur eben mitteilen, dass ich ja über eBay Kleinanzeigen schon mittlerweile bestimmt 10 Hausbesitzer kontaktiert habe. Und ja, das Plan wollte, dass wir im August in unserem Aufenthalt dann diese Häuser besichtigen. Allerdings meldet sich davon leider keiner zurück. Also die Routenplanung gestaltet sich als sehr schwierig. Ich habe halt hauptsächlich private Anbieter kontaktiert, um diese Provision zu umgehen. Und ja, es sind auch große Preisunterschiede. Also es gibt Häuser mit großem Grundstück von
10.000 Euro bis 120.000 Euro. Und nur von den Bildern her und von der Beschreibung kann ich jetzt nicht ausmachen, was diesen riesen Preisunterschied rechtfertigt. Deswegen glaube ich, sind wir da besser dran, vor Ort nachzuschauen. Ja, dann ist gestern das neue Video online gekommen, das erste Videotagebuch. Ja, und die Resonanz ist wirklich unwahrscheinlich. Ihr schreibt mir E-Mails über Facebook unter das Video in die Kommentare. Unglaublich viele Nachrichten. Vielen Dank dafür. Also wir wissen eure Tipps wirklich sehr zu schätzen. Und es kamen auch Anfragen, dass wir uns im August dann dort treffen können von Leuten, die schon ausgewandert sind oder zurzeit dort sind. Ich weiß nicht, inwieweit wir das schaffen, weil wir ja nur 5 Tage Aufenthalt haben und uns halt die Gegend auch anschauen möchten und so viele Häuser wie möglich besichtigen möchten. Und ja, je nachdem, wenn wir das schaffen, dann kommen wir darauf zurück und falls nicht, dann vielleicht ein anderes Mal. Ja, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Wenn es was Neues gibt, dann kommt ein neues Videotagebuch online. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!